In der Sitzung des Neumarkter Kreistags am Montag blickte Landrat Willibald Geiler auf das Jahr 2021 zurück, in dem der Kreis einen Rekordhaushalt von 152 Millionen Euro abarbeitete. Zu den größten Baumaßnahmen gehören aktuell die Generalsanierungen am Parsberger und am Ostendorfer Gymnasium. Letztere soll 2022 abgeschlossen werden. In der Sitzung wurde Dr. Josef Guttenberger als neuer Kreisrat vereidigt. Er ist Listennachfolger für die ausscheidende Rätin Franziska Ammann. Als neue Geschäftsführerin der Regina GmbH und Klimaschutzmanagerin stellte sich Katrin Kimmich vor. Auf ihrer Agenda stehen unter anderem Projekte zu Dachbegrünungen. Der Neumarkter Alpenverein hat in den letzten Wochen bereits erste Arbeiten an den Mountainbike-Trails rund um die Jurastadt durchgeführt. In den vergangenen Jahren entstanden in einigen Wäldern ohne Genehmigung errichtete Strecken mit Hindernissen für Mountainbiker. Anstatt diese abzureißen, will sie der Alpenverein nun sanierend und professionell, aber naturverträglich befestigen. Für seine Mitglieder haftet der Verein künftig auch bei der Benutzung der Strecken. Die Stadt Neumarkt unterstützt das Projekt mit 100.000 Euro. Das Projekt Kulturdetektive läuft nach Aussagen der Organisatoren gut an. Bei der Aktion schnuppern Neumarkter Grundschüler regelmäßig in städtische Kultureinrichtungen wie die Stadtbibliothek oder das Museum Lothar Fischer und können sich dabei unter fachkundiger Anleitung zu verschiedenen Themen informieren oder kreativ tätig werden. Das von der Bürgerstiftung unterstützte Projekt soll besonders auch Kinder an Kunst, Kultur und Lektüre heranführen, die durch ihre Familien nicht regelmäßig Kontakt zu diesen Bereichen haben.